So, also, wir haben das teure Ding dabei. Moment mal. Da, genau. Ja, also nicht sterben, nicht sterben. Und wir wollen ganz schnell hierüber. Nee, gar nicht, wir wollen nicht hierüber. Darum und dann runter. Ja, also fliegen. Zip. Und ich sollte vielleicht Fackellicht anmachen, das sieht nämlich ganz schön düster aus. Darauf, komm. Hops, genau. Können schon mal weiterlaufen. In Lore. So, viel besser. Oh, liegt was zu essen. Können wir dich aufheben oder meckert dann wieder ein gewisser Paladin? Nö, passt, sehr schön. Damit wir nicht demnächst wieder endlos zaubern müssen. Oh, da sind noch viel mehr. Ganz viel mehr. Hier kommt mal alle in unseren Magen. Oh, oder auch nicht. Zeugen. Ich glaube, einen von denen können wir einfach so mitnehmen. Genau. Karte sagt, wir müssen nach Osten. Also gar nicht in den Bereich hier. Genau, sondern da lang. Alle hopp. Alle hopp. Sehr schön. No, Baum. War der Baum schon vorher da oder ist das jetzt ein Respawn? Respawn wäre echt nicht schön. Wir versuchen das ja gerade einigermaßen leer zu bekommen. So, hier ist der Bereich vom Zauberer. Ist alles gut. Ah, bringt leider keine Mana zurück. Wow. Dich haben wir letztes Mal ganz übersehen, ne? Huh? Ah, wir haben was Besseres, das passt schon. Weiter. Und jetzt müsste es hier runtergehen in den gefährlichen Bereich. Genau. So. Wo kommt der Samen hin? Direkt hier an den Eingang? Ja, ist glaube ich am besten. Also du benutzen. Zank. So. Schon sind wir wieder unsterblich. Was ja doch recht praktisch ist. Wir haben Essen dabei. Wir haben... kein Fliegezauber mehr. Das ist allerdings nicht so schön. Also schlafen. Licht. Pika. Pika. Und ich glaube, ich guck mal hier lang. Damit wir auch das mal aufgedeckt haben. Und eventuell von Gegnern befreit. Damit der Eingangsbereich hier noch sicherer ist. So, rüber da. So, eine Ratte, die kriegen wir hin. Jo, kriegen wir hin, sehr gut. Wäre auch beängstigend, wenn nicht. So, Baum. Baum ist schon mal ein Zacken härter. Ah, gute Treffer. Komm schon, noch ein paar mehr davon. Jo. Gelb, sehr schön. Oh, immer schön darauf achten, dass der da grün wird. Sonst machen wir viel zu wenig Schaden. Komm schon, wird rot. Hey, ich. Hey! Du bist ein Baum, du sollst nicht fliehen. Du hast keinen Selbsterhaltungstrieb. Du bist ein böses Ding aus Holz. Schön, dass wir noch fast gar keinen Schaden bekommen haben. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise zaubern die irgendwelche garstigen Sachen. Schauen. Nee, choppen, nicht pieksen. Choppen. Okay, ein Treffer noch. Ein ordentlicher Treffer noch. So. Okay. Nicht hier irgendwo runterfallen. Da ist nur Müll auf dem Boden.
So, was sagt die Karte? Das Gewusel hier führt zu dem Gewusel hier. Was haben wir da im Osten und danach Norden? Osten. Oh, ein Kopfloser. Je mehr von dem kleinen Kram wir töten, desto besser. Zum einen können wir dann einfacher schlafen. Zum anderen können wir uns auch besser zurückziehen. Also wenn wir von Feuerelementaren angegriffen werden, wollen wir nicht unbedingt den Weg blockiert bekommen von einem Kopflosen. Oder einer Ratte. Oder einem Imp. Oder was auch immer hier noch so alles rumläuft. So, hier... Oh, hier geht's nicht wirklich weiter. Geist. Geist. So. Oh, eine Tür. Ach so. Das ist eine Verbindungstür. Gehst du einfach so auf? Nein. 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 Das ist nicht so schön. Mit dir vielleicht? Kann ich nicht benutzen. Ja, ne? Gucken wir mal kurz. Wozu haben wir denn unser weltliches Schwert, wenn nicht für sowas? Also, die Tür muss nicht wirklich auf. Wir können einfach drumherum gehen. Aber es wäre schon praktisch, wenn wir uns hier einigermaßen freier bewegen können und nicht alle 5 Minuten PK zaubern müssen, um irgendwo rüber zu fliegen. Aber es sieht nicht so aus, als wenn die Tür aufgehen würde. Vielleicht ein, zwei Mal von oben? Nee. Peaks? Nee, die geht so nicht auf. Schade. Also brauchen wir noch einen neuen Schlüssel. Es wird langsam ein wenig albern. Mit den ganzen Schlüsseln. Key of Courage. Ja, aber du bist kein richtiger Key. Du bist nur eins von den Amulettteilen, das wir finden sollen. So, das heißt, wir müssen jetzt fliegen, richtig? Ja, so oder so kommen wir hier nicht weg. Außer halt durch die Tür. Und da ist die Trippeltür. Also die Tür, wo wir dieses dreifach verschnörkelte Ding gesehen haben. Da könnten wir auch mal hinfliegen. Aber erstmal schlafen für Pika. Schlafen. Pika. Und Licht. Wir haben ja immer noch kein Dingens gefunden. Kein Lampenöl. Das wäre jetzt richtig praktisch. Da müsst ihr nicht mal den doofen Sack auf und zu machen und hin und her probieren und was weiß ich. Oh, ein Baum. Bäume kriegen wir hin. Und das ist genau das, was wir machen wollen. Die Umgebung sicherer machen, damit wir nach und nach die Feuerelementare besiegen können und dann die eigentlichen Rätsel angehen. Also primär, wie kriegen wir die Dreiertür auf? Wir haben ja... Oh, der macht mehr Schaden. Okay. Wegen der Dreiertür. Wir haben eine Menge Schlüsseln. Die Frage ist nur, welche Schlüssel er braucht. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal nicht so wirklich testen können. So, du bist schon mal gelb. Machst uns aber viel zu viel Schaden. Und ich denke, ich sollte gleich mal das Equipment überprüfen. Also gerade mal Helm und Schuhe, die gerade beschädigt wurden. Er ist rot. Müsste gleich umkippen. Gleich umkippen. Nennen. Ja. So. Heilung? Wird nicht drin sein, oder? IM. Nee. IM. Da weg. IMN. Das war Essen. IBM war Heilung.
IBM. Nicht genug. Okay, dann halt anders. So, essen. Essen. Nochmal schlafen. Oh, 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 Auge. Dich haben wir schon in Level 3 besiegt. Nee, Level 2 sogar. Du kannst nichts mehr. Außer es ist natürlich schwerer geworden hier unten. Das wäre dann was ganz anderes. Also er hält schon mal mehr aus als sein Pendant oben. Aber wenigstens gelb. So, komm, rot. Tot. Das war ein ganz schöner Splatter-Effekt für so ein altes Spiel. Heilung, Heilung. Licht. Und PK sparen wir uns erstmal. So. Karte, wo sind wir? Wir sind hier. Ich würde erstmal gern Westen gucken und danach den da oben. Westen hier. Ein exzellentes Breitschwert. Wände ohne Geheimgänge. Oh, nix. Okay. Dann nach Norden. Zu dem Raum, der so ähnlich aussieht, aber kaputt ist. Sieht echt so aus, als wenn hier einfach mal eine Festung gewesen wäre und da ist einmal alles in zwei gerissen worden von diesen Lavafeldern. Ah, Stalaktiten. Okay, hier ist nichts. Das heißt, wir haben jetzt den Weg runter zu der Dreiertür. Das heißt, hier werden überall gleich Feuerelementare auftauchen, genau. Oh, und ein Golem. Komm mal her. Dich wollen wir zuerst töten. Dich wollen wir schön in Ruhe töten, bevor die Feuerelementare eingreifen. Und so ein komisches Fliegeding da hinten. Oh, ich habe vergessen, nach der Rüstung zu gucken. Nicht gut. Helm war beschädigt. Helm wurde beschädigt. Helm wurde beschädigt. Ja. Oh, und wir sind gleich kaputt. Was zur Hölle? Bei dir brauchen wir wieder den Schutzzauber. Kam schon wenigstens auf gelb. Nee. Da ist ein Sack. Irgendwo kommen wir gar nicht weg, fällt mir gerade auf. ja. Wir könnten nur mit Levitation hier. Wo kommst du her? Okay, nicht gut. Können wir hier schlafen? Interessant. Schlafen. Schlafen. Zauber. Also ja, einmal in Lore. Und dann der Schutzzauber, den ich jedes Mal wieder vergesse. Resist Blow. Du. Aha, okay. Und IBM. So, wir wollen beide Golems loswerden. Das heißt, ich guck mal, ob ich den einen erwischen kann, ohne den anderen zu aggronen. So, den hier unten. Also Plan, ihn hier töten. Dann endlich daran denken, die Rüstung anzugucken. Dann den anderen töten. Und dann nach und nach die Feuerelementare. Komm schon. Hau ich jetzt eigentlich ihn oder seine Boden? Ich hoffe mal ihn. Heilung. Gelb ist er schon mal. Sehr gut. Komm. Heilung. Schon haben wir keine Zauberpunkte mehr. Ich glaube, ich trage das einfach bis zum bitteren Ende aus. Wenn wir sterben, in Anführungszeichen, tauchen wir am Anfang wieder auf. Das passt schon.
Wir sollten am Anfang vielleicht auch so einen kleinen Vorrat an Essen anlegen. Wir werden da zwangsläufig öfter vorbeikommen. Oh, rot, sehr schön. Stirb, Golem-Ding. Oh, ein, zwei Treffer noch. Ein, zwei Treffer noch. Ja, sauber. Ist das schön, wieder Fortschritte zu machen. Also, dass wir einmal den Key of Carriage gefunden haben und dass wir jetzt nach und nach den Bereich auch wirklich säubern können. Dass wir uns wirklich um die Rätsel kümmern und nicht einfach nur schreien, vor irgendwelchen Gegnern weglaufen und durchgehend sterben und was weiß ich. Und in dem Sinne werde ich jetzt auch erstmal abspeichern und wir sehen uns dann gleich wieder.